Moin Leute, Timex hier. Es geht weiter mit dem Clash of Clans Free-to-Play-Projekt plus Pass. Es geht unglaublich schnell voran. Die Royal Ghosts sind so stark. Ich kann dadurch so viel farmen. Wir haben noch einen Bauarbeitertrank. Den zünden wir direkt. Die Clanburg wird fertig. Beide Helden werden fertig. Ja, die dunkle Kaserne wird überhaupt nicht fertig. Und das Labor ist gleich fertig. Da werde ich auch noch einige Sachen upgraden. Dann werden wir auch noch boosten. Aber erstmal Schub. Bauarbeitertrank. Let's go. Wir sind frisch Rathaus 11. Viele fragen, warum bist du so gerusht? Wenn ich farme aktiv, kann ich nicht progressen. Es sei denn, ich stecke meine Ressourcen in Mauern. Und das geht jetzt. Jede Mauer 800.000. Rathaus 11 werden wir aber bleiben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt. Abrechnung ist am 1.1. Wer weiterkommt, kriegt 50 Subgifts von mir. Eigentlich kann mich nur Sevo schlagen. Das ist, glaube ich, ein Ticken vor mir. Aber das ist ein Marathon, kein Sprint. Und danach geht es aber noch weiter. Ich will die Challenge erstens gewinnen. Und zweitens dann Sevo komplett zerstören mit dieser Basis hier. Weil ich dann vor ihnen den sechsten Arbeiter habe. Das ist der Plan. So, jetzt müssen wir ganz schnell warten, bis der Bauarbeitertrank hier fertig gezündet ist. Sebu spielt 24/7 COC. Ja, der ist schon echt ordentlich. Ist das eine Farmbase? Ich habe dreimal im Clan gefragt, hat jemand eine Farmbase? Und alle schicken mir eine Anti-3-Crown-Base irgendwie. Sebu! Max! Was geht? Nichts geht. Du hast es nicht gerade gesagt, oder? Was denn? Sag diesen einen Satz jetzt nochmal für mich. Welchen? Die Leute kommen hier rein und sagen, du hast einen bestimmten Satz gedroppt. Welchen Satz habe ich gedroppt? Den Satz, Max. Wie geht der Satz? Der Satz fängt an, Max hat gerade gesagt, du bist... Also, gerade glaube ich ein bisschen vor mir, oder? Ja. Oh. Ich muss es überprüfen. Mauern ist halt bei dir heavy. Du farmst wirklich den ganzen Tag, ne? Du bist wirklich jeden Tag 16 Stunden in Clash of Clans drin. Das ist krank, Junge. Aber auch geil. Wächter 4. Queen 11. King 8. Lager 1. Kapazität 200. Kanonen alle Level 4. Gut, die habe ich alle Level 5. Alle Defense auch noch auf 1. Deine Clanburg mit 35 ist krank. Und deine Adler Artillery, die baut schon. Mhm. Mein Labor Level 9 nicht vergessen. Ich habe halt gleich meine Queen Level 15. Ja, mein Labor Level 9 nicht vergessen. Und meine Zauberschüssel Level 5 auch nicht vergessen. Zauberschüssel? Zauberschüssel. Geil. Und die Hexe rührt die Zauberschüssel. Oh nee, Alter. Aber sowas von. Scheiße. Oh, schön. Ich habe alles, ich habe... Erreicht, warte, jetzt kann ich ausmachen. Jetzt kann ich schlafen gehen, aber ich will natürlich jetzt noch durchziehen. Das Problem ist halt, du könntest am 1.1. weiter sein als ich. Mhm. Wobei, wir dürfen nicht unterschätzen, wie viel Dunkles man farmen muss für die Heldendauer. Ja, es wird immer schwerer, ja. Ne? Es wird wirklich immer schwerer. Aber, ich werde den sechsten Arbeiter halt garantiert vor dir haben. Ja, das stimmt. Und dann könnte ich dich wieder zurück aufholen, aber das wäre dann nach dem 1.1. Aber wir machen dann noch eine Challenge, ist mir egal. Dann noch wir haben den ersten in die Legende. Ja, wir machen genau da weiter. Mhm. Rüdi hat es einfach in Legende geschafft. Der hat gleichzeitig mit uns gestartet, Free-to-Play. Glückwunsch. Jetzt sogar schlechtere Mauern. Glückwunsch, krank. Der hat durchgegrindet mit den Geistern. Safe. Legende, einfach 5000 Trophäen. Digga, ein 2 Wochen alter Account. Der spinnt doch. Der so spinnt. Kranke Leute dabei hier. Aber ob das ohne Geister dann auch noch funktioniert? Oder spielt er ohne? Ne, mit, safe mit. Ja. So, schnell was im Labor verbessern. Geil. 40.000, so viel kann ich doch gar nicht haben. Scheiße, ich kann meinen Erdbebenzauber nicht verbessern. Geil. 34.000, den könnte ich verbessern. Mein Golem könnte ich verbessern. Was soll ich machen? Knall. Und wie war Clash Royale? War geil, oder? Sehr geil. Sauber. Sehr, sehr geil. So, jetzt hier alles wegbasteln. Irgendwas Billiges upgraden. Oh, schneller, schneller. Hab ich irgendwie noch irgendwo einen richtigen Mistturm? Dich. Rein zum Farm. Ohne Geister ist schwer. Ja, safe. Du musst Barge upgraden, Bro. Stimmt, das war dann die neue Farmtruppe. Was sagt der COC-Loot-Forecaster um die Uhrzeit? Der sagt rein. Echt? Der sagt bei mir seit 3,5 Stunden alle 4-5 Skips jemand mit 800.000 bis 1,4. Bei wie vielen Trophys bist du? Boah.
2000 habe ich gerade geknackt wieder. Er ist gerade bei 5,0, also genau Mitte. Steigt jetzt. Und um 2 wird er dann richtig böse. Von 2 bis 5 ist er brutal. Und am allerheftigsten ist er sogar von 9 bis 10. Immer, ja, gut, jeden Morgen. Ja, gut, dass ich zu allen Zeiten halt da bin. Ist halt geil. Das ist krass. Aber ich habe heute, du hast auch wieder 3 Stunden gut gemacht. Der Wecker ging heute Nacht, weil der Barbar fertig war. Aber ich denke mir so, nee, fuck off. Wie geil. Ich bin so müde. Der hat geklingelt, aber ich bin durch die Melodie einfach wieder so eingeschlafen. So, das war so ein Schlaflieder halt. Digga, du hast mich geflamed, dass mein Klingelton zu nervig ist. Dann sagst du, du hast einen super chilligen Klingelton, Wecker. Ja. Und der ist so chillig, dass du einfach weiter pennst. Richtig, und das war ein Fehler. Ich muss auch also, Alarmglocke wow. oder so machen. Oh ja, ihr seid blind. Huch. Jetzt. 600.000. Wo bist du nochmal bei Trophäen? Ja, zwischen 1.800 und 2.100. Okay, ich bin jetzt bei 2.100. Das wäre, glaube ich, schon wieder zu hoch, weil ich bin jetzt bei 2,1, glaube ich, aber jetzt sind immer so 500.000, da gehe ich nicht rein. Ich gehe immer erst ab 800. Krass. Da, guck mal, 1,1 und 1. Easy. Heftig. Aber ich muss die Adlerartillerie bekommen, weil wir sind immer so tief drin. Mir fehlen nur noch 2 oder so, dann gibt es wieder Gems. 150, glaube ich, oder so. Geil. Chillig. Ja, die Geister sind ja so OP, ne? Ja, immer noch. Aber nur noch 4 Tage. Dann wird's interessant. Nö, die Geister sind besser als Sneaky Goblins, finde ich ja. Ja, das schon. Stimmt. Leute, womit farmen wir dann? Ganz im Ernst. Ich habe Angst, dass ich mit Sneaky Goblins zu tief droppe. Ach stimmt, man muss sich ja erst den Weg freikämpfen, so halbwegs, ne? Man kann mit Sneaky Goblins immer das Rathaus mitnehmen, wirklich. Kann man wirklich easy das Rathaus bekommen. Ja, jeder Attack. 150 ja, Dunkles. Geil wäre halt noch, also du musst ja jetzt so gesehen mit Sprungzaubern arbeiten, ne? Ja. Ja, ich nehme einfach meine Belagerungsmaschine mit, wenn mir die jemand spendet. Auch cool. Ich glaube, ich arbeite mit Erdbebenzauber. Geht das auch, Leute? Oder ist das wack? Ja, Sprung macht eigentlich keinen Sinn. Die können ja auch Level 1 sein. Das ist ja nicht so der große Unterschied. Ich muss ja immer noch eine Giga-Low-Level-Kanone haben. Wo ist die? So, Ressourcen verbauen. So, einfach alles abgenommen. Von beiden 1 Million. Geil. Sprung ist besser. Ja, Sprung kann ja auch 1 sein. Erdbeben besser, sagen einige. Oh, echt? Ich mag Erdbeben. Finde ich auch cool. Ich habe heute die Trainingsdinger alle gemacht. Und das Erdbeben hat schon Spaß gemacht. Ich hab den Erdbeben schon auf 4. Das Kranke ist halt bei mir, ich muss halt nicht nur die Helden upgraden, sondern dunkles Elixier Erdbeben, dunkles Elixier Golem und dunkles Elixier Hexe. Und das ist alles deutlich teurer als die Helden. Stimmt. Das ist schon, das ist wirklich krank. Alle Helden werden 100.000 kosten und die Upgrades werden 100.000 dunkles kosten. Das ist schon dann fett. Das ist echt fett. Ich hab richtig Bock, Golem zu spielen. Ja, ich bin einfach nur froh, wenn die Geister raus sind und ich wirklich so auf Ernst mal wieder spielen kann und nicht immer so einfach reinschlonzen, so die Dinger so irgendwo hinpacken und yo, läuft schon von alleine. Mir fehlt von Tag 1 diese Anspannung, so diese Schwitzfinger, so weißt du? Wieso willst du die haben? Weil er geil ist. Schwitzfinger. Ja, dass man so richtig gefesselt ist von diesem Kampf, der gerade passiert. Na, du wirst ja auch dann eh nur farmen. Mit den Kobolden oder mit Bartsch machst du ja nichts anderes. Wenn du farmst, farmst du. Ja, aber ich will ja auch irgendwann jetzt auch wieder hoch dann so ein bisschen. Jetzt auch die 5000 hinten. Kick mal auf 5000 irgendwas, Leute. Nee.
Also die Leute haben gesagt, letzte Mal, nee, sonst wäre ich schon längst weiter hochgegangen. Ja, weil es eine einmalige Chance ist mit den Geistern, ne? Ja. Okay, krass, man kriegt einfach nichts. Die geben ein 2000 Gems bei 3-2 und danach nichts mehr. Das ist ja irgendwie verrückt. Habe ich auch gesagt. Mega dumm. Respekt bekommt man. Ja, jo, red nicht mit mir. Ich bin Legend, sorry. Ja, wäre schon cool. Das habe ich auf jeden Fall auch als Ziel. Aber da bist du mit Main, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, kann man doch nur, hä? Stimmt, ja, okay. Nichts gesagt. Kampf finden. Ja, komm. Wirst du COD Multiplayer spielen? Sehr gute Frage. Ich habe heute einen Key bekommen umsonst. Ab wann kannst du spielen? Am Morgen schon, könnte ich. Wann kommst du eigentlich? Du kommst am Samstag. Ich fahre um 4 Uhr morgens los. Das wird brutal, ne? Ja, da muss ich. Also morgen bin ich gar nicht da. Morgen wird ganz früh ins Bett gegangen. Letzten Sachen noch eingepackt. Romata kommt, glaube ich, heute schon. Richtig, hat er ja gesagt. Wie random, oder? Ja. Der schläft dann 2 Tage bei mir im LAN-Party-Studio im Büro. Das will ich gar nicht. Komisches Gefühl, ne? Ja. So einfach so ein Mietnomade einfach so. Ja, ne? Der ist einfach da so. Der benutzt alles. Ich würde schnell. Kann ich hier mal so ein Dings aktivieren, Leute? Oder kann ich Blitz noch Level 7 bringen? Oh, 6 Sekunden. Oh nein, wieder nicht genug gefarmt. Warden ist fertig. Oh, der braucht Elixier, ne? Das Ding geht noch ein Level höher. Okay, dann lass ich's. Forschungstrank habe ich auch nicht. Kriegen wir aber bald, ne? Die Belohnungen so. Kommen. Oh, morgen kommen die Belohnungen. So, Warden geht auf 6. Morgen? Ja, in 10 Stunden schon. Oh, ja. Das ist geil. Das ist echt geil. Scheiße, da muss ich ja einen Forschungstrank benutzen. Ah ne, danach hat man, glaube ich, noch Zeit, die einzusammeln, ein paar Tage, oder? Itzu, ja. Vielen Dank für den Raid. Vielen Dank für den Raid, weil sie sehr zu schätzen. Ja. Ja. Da war wieder so komisch. Da war so ein ganz komisches. Ja. Free-to-play-Tryhard schreibt jetzt zu. Ja. Der Schwur hat auch schon aufgegeben, Alter. Er sagt, das ist zu krank. Aber Glückwunsch dir zu Platz 1 Global, Alter. Ist auch echt so chillig, dass die Geister da sind für Free-to-Play. Das ist wirklich ein einmaliges Zeitfenster, was ich da geöffnet hatte. Ja. Oh, doch, den nehme ich mit. Macht das mehr pro Hit? Doch, schmeckt. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Ja, 646, super. Oh, von dem krieg ich gar nichts. Das ist schlecht. Puh.
Ich weiß echt nicht, was besser ist, die Helden zu leveln oder die Warden. Dunkel-Elixier oder normal? Das habe ich mich heute auch schon gefragt. Und, haben wir eine Antwort? Das ist, ja, nee, alle unterschiedlich wieder. Weil ich sagte so, kann doch nicht sein, dass ich jetzt wirklich über die ganzen Monate jetzt drei Bauarbeiter dauerhaft auf die Helden setzen muss. Das kommt mir komisch vor. Ich überlege, wann das Projekt überhaupt endet. Oder ob es überhaupt endet. Weil selbst wenn du irgendwann jeder Magierturm 14 Tage braucht, dann musst du dich halt einmal in 14 Tagen hinsetzen und farmen. Ja. Was soll ich davon abhalten? Gar nichts eigentlich. Ja, ne? Eigentlich ist das endlos. Denke ich mir auch. Schöner Angriff hier. Der Loot ist so krank. Der ist so krank. So, jetzt wollen wir einen Trainingstrank. Oh, nice, ein Gem. Jedes Mal Gem von der Juwelenmine Eisal macht ultra Spaß. Das stimmt auch. Da hast du mich auch anfangs mega verarscht mit. Wieso nein? Hast du gesagt, mach das nicht. Ist sinnlos. Ja, ist nicht ansatzweise so viel wie aus Hindernissen, die man bekommt, ne? Ja, 10 habe ich aber schon bekommen, mindestens. Mehr. 2 pro Tag kriegst du. Ist weniger als Hindernisse, die pro Tag kommen, die du abbauen musst. Ja. Also deutlich weniger. Ach, Kampfmaschine mache ich auch gerade, stimmt. Oh, machst du gerade schon Kampfmaschine? Hm. In 4 Stunden bin ich nicht mehr wach. Ich auch nicht. Boah, ne, ist irgendwann wieder in der Nacht fertig. Ne, boah, geil. Boah, G-Time und ich haben uns schon abgesprochen. Vorhin kam er rein, sagt er, hat er mitbekommen wegen Mackis. Wird sich erstmal schön fein morgens um 5 Mackis gegönnt. Oh, wird no. So geil, Alter. So geil schmantig einfach um 5 Uhr morgens da schon Egg McMuffin rein zu drücken. Nicht nur ein, sondern direkt 4. So einen ekelhaften Kaffee auch noch. Geil, ey, da freue ich mich auch drauf. Oh, da hätte ich auch ziemlich Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja. Ich wollte heute schon einkaufen, damit ich safe erstmal Lebensmittel habe. Für ein ich paar auch. Tage. Sauber. Ja, weil du smart bist. Ja. 5 mal, warte, diese Terrin da. Mhm. Dann 2 mal so eine Art Yum-Yum-Nudeln, aber auch in so einem Becher, das heißt nur aufgießen, mit Wasser kochen. Geiler Typ. Ja, wichtig. Dann habe ich noch, um auch schon ein bisschen Vorrat zu haben, Geflügelwürstchen da, diese Bockwürste halt, Geflügel. Ja, geil. 2 Gläser, kannst du auch kalt fressen. Super. Dann habe ich noch so ein, boah, wie heißt der, Butter, boah. Boah, scheiße, jetzt blamier ich Butter. Mich wieder. Butter? Ja, scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Sag es, komm. Broche? Bräuche? Butter Brioche. Brioche, genau. Butter Brioche? Kennst du das? Das ist ein riesen Leib, so gesehen, so ein, also fast so wie so ein Brot. Aber da kannst du ja auch so mega geil snacken. Ja. Was ist das? Sowas wie ein Riesenmilchbrötchen oder was? Ja, aber das ist 1000-mal besser als ein Milchbrötchen. Milchbrötchen schmecken halt nach Scheiße, aber das schmeckt halt wirklich gut. Okay, dann gebe ich dir den. Ja, das ist krass. Da, Leute, daran erkennt man auch einen guten Streamer. Er setzt die Zuschauer über den Genuss beim Essen. Beim Streamer geht es da, wenn du live bist, geht es um die Funktion. Da kannst du jetzt nicht großartig schlemmen und genießen. Können wir auch, es wird auch immer wieder ein Teil sein, dass wir lecker kochen. Ne, klar, das ist dann das Format, wo zusammen gekocht wird. Auch cool.
Aber nicht jedes Mal. Richtig. Sehr gut. Und mein Highlight, jetzt halte ich fest, ihr habt da auch alle was von. 2 Dosen Heinz-Bohnen in Tomatensoße. Das wird ein Genuss für uns alle. Aber sau die stark. Sind halt geil. Sau stark, Alter. Boah, da pfeift er sich einfach die Bohnen rein. Aber wirklich. Schon lange nicht mehr gegessen. Heute gesehen, ich so, dachte mir so, ja, guckst du hinten drauf, ne, was das alles so in sich hat. War gar nicht so dolle. Da dachte ich mir, ja, kannst du mitnehmen. Da haben wir schon wirklich Mann. Alle was von. Geil. Ja, ist auch stark, was soll ich dir sagen? Ja. Ein Arbeiter frei. Was dauert denn hier ultra kurz bei mir? Digga, wie schnell die Mauern hier einfach entstehen. Komme ich wieder nicht ran. Sehr gut. Habe ich jetzt noch irgendwas, was kurz ist? Nee, ne? Ich will aber auch einen Arbeiter nicht wasten hier. Überhaupt nicht. Dann machen wir den. Können jetzt aber auch mal einen Trainingstrank zünden, würde ich sagen. Wie lange haben wir noch? Ja, perfekt. Rein der. Oh, ich habe keinen? Oh Gott. Yes. Kaufst du die für Gems oder was? Nee, nee, ich kaufe die für Überfallmedaillen. Okay. Das ist gut. Das ist es wirklich. Wie kann man hier möglichst schnell immer angreifen? Ich will gar nicht über die gewinnen, ich will einfach nur so schnell. Schnell geht. Wir sind alle tot mit einem Schlag. Ein paar laufen noch da. Nur eine Mücke. Verpiss dich. Ja, gut, 2 Stellen 56 könnte schon reichen. Ja, das ist wieder dein Vorteil. Ich muss warten. Jedes Mal 10 Minuten. Na geil. Nicht so. Ja, du bist echt so bei 2000 ist echt kranker Loot, wirklich. Ja. Kein Ding. Ich muss da ein bisschen mehr suchen. Ich sehe so einen 550.000 von beiden Lager außen, Sammler draußen, komplett voll. Man sieht ja auch, wenn die voll sind. Da will ich gefühlt angreifen, aber es macht mehr Sinn, noch ein bisschen zu warten. Richtig. Und dann einen noch dickeren Gegner mitzunehmen. So ist gut. Also das Allerkrasseste ist halt die Ausbildungsdauer. Ist halt noch schneller, ne? Also verglichen mit den Barbaren, die Geister. Die sind nicht nur tausendmal besser als Barbaren und Bogenschützen. Das ist eigentlich mal so das schnellste Ding zum Ausbilden. Weißt du? Das stimmt, ja. Und die Geister bilden noch schneller aus, bei pro Einheit, pro Sekunde, weißt du? Ja, umso mehr du davon redest, desto mehr wünsche ich mir, dass die weg sind. Ja. Ja. Scheiße. Aber ich wurde nie von den Viechern angegriffen. Ich werde immer von Drachen überrannt. Kein Arsch spielt hier irgendwie, ne? Genau, ja. Wieso wurde ich... Man könnte mich so auseinandernehmen mit den Viechern. Ja, Drachen, Königin, 20 Miner... Ein Drache, Hexe,
8 E-Dragons über so eine Dreckspace fahren die mit E-Dragons drüber. Ja. Ja, stimmt. Und wenn dann hier einer hat 5 mit, der andere hat auch nur 5 mit und wir greifen einfach mit 25 an. Ja, ist doch das, diese Abstand am besten, damit wurde Itzu Platz 1 global, weißt du? Das ist. Ja. Und wir farmen damit wie Sau. Ja. Wie sieht's eigentlich mit Thema Energizer aus? So Thema Wachwerden und so. Ist da was vor Ort oder muss ich selber mitbringen? Du hast unendlich vor Ort. Geil. Das ist gut, perfekt. Ich habe heute eine Stunde lang eingeladen, wirklich. Okay, das ist geil. Also wirklich. Eine Stunde lang, deswegen haben wir heute so spät gestreamt, Leute. Alles schon rübergekarrt oder was? Nein, nein, ich alles ins Auto geladen. Oh. So lange. Also wirklich Stunden über Stunden habe ich das einfach da aus den Paketen befreit, dass es besser ins Auto passt und dann ins Auto getan. Geil. Das ist geil. Beide Helden sind gleich bereit. Geil. Oh, was du jetzt sagst, bei mir auch. Nee, doch nicht. Barbarenkönig in 2 Stunden. Oh, nö. Der nervt. Das ist ja das zweite Mal, dass der in der Nacht ist. Schön getimed von dir. Hm. 2 Stunden, 12 Minuten. 2 Uhr. Oh, ist doch machbar. 2 Uhr ist noch human. Von beiden free skippe ich. Weil gleich kommt ein viel dickerer Schinken. Kommt der auch. Suchen statt fluchen. Richtig, sowohl beim Pushen als auch beim Farmen. Richtig. In der Zeit, wo du suchst, bilden deine anderen Truppen eh aus. Und deine Queen und so heilt. Exakt. Und ich denke, hier haben wir einen Kandidaten. Ja, wir probieren's. Viele Sachen so ein bisschen versteckt in zweiter Reihe. Das war ein total kranker Angriff, oder nicht, hä? What the fuck? Der war sick, hä? Den wollte ich gar nicht so sick machen. Abbrechen. Alter, 800.000 von beiden, hä? Na gut. Wenn er mir so viele Rohstoffe geben möchte, kann er das machen. Habe ich Angriff hier drüben gewonnen gehabt? Ja, so kacke von dem. Wie viel brauche ich hierfür? 800.000. Baumarbeiter ist frei. Nee. Okay. Dann machen wir jetzt Elixiersammler. Oh, kurz Mute, bis gleich. Ja. Jetzt jemand gerade geschrieben, das müssen wir direkt nutzen. Kurze Werbung jetzt hier. Maximilian schreibt, bin auf den Adventskalender von Level Up so gespannt, Herz. Der Level Up Adventskalender gab es noch nie zu dem Preis so viele Proben. Noch nie so günstig. Da ist noch eine komplette Dose drin. Also es ist 24 Geschmäcker. Geschmäcker, die es niemals gab und auch nicht geben wird. Und aber auch viele Klassiker und so weiter. Der kam heute raus, oder? Der hat, glaube ich, nur eine begrenzte Anzahl. Also wenn ihr euch mal durch alles probieren wollt und noch Special-Geschmäcker haben wollt und Geschmäcker, die nie rauskommen und Geschmäcker, die vielleicht in Zukunft rauskommen und alle Bestseller, ist schon eine feine Sache. Das gab es noch nie so günstig in einem Adventskalender. Der sieht ziemlich cool aus.
Was gucken wir hier noch? Ist der schon draußen? Ich guck mal ganz kurz. Naja, der kommt direkt auf der Dings. Und gerade gibt es noch 40% auf deinen Einkauf ab 79 Euro Warenkorbwert. 40% Rabatt, okay. Ja, gönnt euch gerne, ne? Gönnt euch gerne. Freunde will er immer anrufen, wenn was fehlt, aber ich sag immer so, lass so. Sonst irgendwann nächstes Mal. Ach, moin. Oh ja, was denn? Ja, ich beschwere mich gerade darüber, immer wenn wir so einen Döner oder so bestellen, fehlt bei uns immer, ist immer alles falsch und es fehlt immer zum Beispiel Krautsalat auf dem Döner. Ja, ist so scheiße. Ja, meine Freundin will da immer anrufen und ich denke mir so, boah, nee, lass bitte so, weißt du, weil irgendwann liefern die wieder und weil wir da oft bestellen auch, spuckt der uns auf den Döner, weil wir uns beschweren, weil was fehlt, weißt du? Dann lieber hinnehmen. Weiß ich nicht. Meinst du? Also ich würde mich auch nie beschweren, aber meine Freundin beschwert sich dann auch immer, ist immer ganz gut. Ja, das stimmt, aber ich sitze ja da mit im Boot, so weißt du. Ja, schon. Ja, aber trotzdem. Die können das nicht verkacken, Digga. Man sagt, Digga, ich habe bei einem Laden mal 6-mal einen Burger bestellt und gesagt, bitte ohne Tomate. Die sagen, okay, es kommt immer mit Tomate. Dann hat der Laden es auch nicht verdient. Der geht dann auch pleite. Bei dem, das passiert dann ja nicht nur dir, sondern irgendwie, zu den Pommes Mayo oder Ketchup. Du sagst Ketchup und kriegst jedes Mal eine Mayo. Ja, stimmt. Das fuckt dich doch ab. Ja, dann bestellst du ja nicht. Der Laden geht pleite, weil die interne Kommunikation so kacke ist. Das gönne ich dem Laden dann auch. Was ist das für ein Service? Da hast du recht. Ja. Da hat mir die Augen geöffnet jetzt. Ja. Beschweren oder nicht mehr bestellen. Es kann einmal passieren, es kann zweimal passieren, es kann auch 4-mal passieren. Aber so ab 6-mal wird es schon auffällig. Dann sind die einfach unfähig. Und ja, das mehr. Ist immer so. Bei Meckes war das auch schon oft. Da wird aber angerufen und dann kriegen wir alles immer so falsch. Einen Coupon. Ja, ist immer falsch. Ist auch so bitter. Du bestellst irgendwo Pizza. Ihr seid so zu 5 zu Hause irgendwie, kann man vortrinken oder sowas. Hm? Du bestellst 5 Pizzen und es wird einfach eine einfach vergessen. Boah, ja. Du wartest 1,5 Stunden Samstagabend auf dein Essen und dann wird die Pizza vergessen. Boah, Höchststrafe, ehrlich. Digga, da ist der Abend, da ist das ganze Wochenende gelaufen. Safe. Das ist krank. Oh, jetzt wird der Loot hier wieder schlechter gerade bei mir. Oh, nee, bei mir nicht. Oh, nee, bei mir doch auch nicht. Ich hab scheiße gelabert. Oh, let's go. Digga, der Loot. Fuck, ich muss fertig sein. Oh, perfekt, Klamburg ist gerade perfekt fertig. Komm ich da rein? Ich probier's. Zeppelin flieg. Ja, die sind drin. Oh, saftig. Oh nein, so ein Strudel. Strudel. Boah. Aber trotzdem ganzen Loot noch mitgenommen. Mit Super Goblins. Welche Truppe forderst du an? Ich? Ja. Was willst du wissen? Willst du mir langsam zu viel wissen? Nee, noch ich fordere 11 Supergoblins an, einen Wutzauber und eine Belagerungsmaschine. Du bist ein Scammer. Nee, einfach besser.
Oh, nee. Was ist los? Oh, gut. Ja, hier, ich will hier so ein Drecksarmeefeld angreifen. Und da... War eine Bombe. Noch eine Bombe. Alter, wer beschützt denn seine Armeenlager, hä? Das ist ein Psycho. Krank. Ja, sag ich. Ich wiederhol's nur. So, raus, du hast es gebracht. 875.000 Elixier, ja, das hat was gebracht. Nochmal, was forderst du an? Ich hab dir nicht zugehört. Eine Belagerungsmaschine? Okay. Instant Fulminazebo. Wow. Bauarbeiter ist fertig. Zeige schon mal. Ah, oh, tatsächlich, Level 45, klasse. Welcher? Was hat er gerade gebastelt? Ach, der Bogenschützenturm, okay. Nee. Jetzt wo alle Serien gerade zu Ende sind, ne? Also wirklich alle. Was ist parallel zu Ende gegangen? House of the Dragons, dann haben wir noch She-Hulk ist fertig, dann haben wir noch Herr der Ringe fertig. Andor ist auch schon fertig, oder? Was kommen jetzt für geile Serien raus? Noch? Boah, da hab ich ganz raus, Serien nicht mit mir. Adlerartillerien muss man kaputt machen. Ja. Gibt 100 Fufi, ne? Wie viele? Glaube ich, 150 waren das. Wenn nicht mich nicht täuscht. Wie viele musst du davon schrotten? 120? Okay. Glaube ich, weiß es nicht. Kann auch falsch sein, ne? Ja, ich... Direkt nochmal Labor hoch. Ist das smart? Ja, man kann es ja trotzdem benutzen. Zack. 20 Adler geben 150. Ja, das schaffst sogar du. Komm. Stimmt. Wann ist hier das nächste denn fertig? Bin ich blind? Das dauert. Wo ist der vierte? Da, ich hab's jetzt gerade geschafft. Ah, dauert sehr lange. Du hast es gerade geschafft, 150 nochmal. Geil. Nee, ach so, nee, stimmt. Ich hab 20 geschafft jetzt. 20, okay. Ist, ja, ist gerade. Ja, ja, genau. 150 Gems meine ich. Genau, genau. Sauber. Eine so. Million Dunkles habe ich auch schon fertig. Geil. Langsam komme ich zu tief. Ich habe nicht ein Game gewonnen. Wie machst du das dann? Du gewinnst dann ab und zu mal ein Game? Boah, ja. Alles unter 2000, der tat halt im Herzen schon weh. Sag ich dir, wie das ist. Ja, ne? Ja. Warum? Sieht scheiße aus. Gold sieht kacke aus. So low halt. Möchte ja, okay. Ich mich nicht befinden. Weil ich weiß, ich bin über 2000, komme ich safe. Auch mit normalen Truppen. Ja, okay, gut. Ja, das ist klar, hä? Man muss nur viel spielen, dann ist ja easy. Richtig. Oh nein, ich hab... ich hab ausgebildet, wollte schon sagen. Okay, nochmal zum Serienthema. Wann kommt Tales of the Jedi? Wann kommt das? Und The Watcher schreiben viele. Massig Anime. Die Zeit wird geil. Ja, Anime ist so drin. Star Wars kommt eine Serie. Wann kommt die denn? Mandalorian, neue Staffel, kommt nächsten Monat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, echt? Und bei Andor kommen noch 4. Ah, Andor läuft zu Ende und dann kommt direkt Mando.
Geil. Geil. Das war's dann. Ist halt schon Krise, wenn so gerade vier geile waren. Vier geile Serien gleichzeitig und dann sind die alle vier auf einmal zu Ende. Ist schon da, die neue Serie? Oder ist Mando gerade falsch? Oh, meine Fresse, was? Was für ein Bait. Mando ist meine absolute Lieblingsserie und jetzt kommt die doch nicht. Wir schreiben so eine Scheiße hier rein. Februar erst, oh Gott. Okay, kommt da noch irgendeine andere Star Wars Serie? Greifen wir an. Ja, kommt doch bald der Beste überhaupt. Seven in the Wild. Ja, das ist ja eine chillige Serie mit, für den Stream mit. Tales of the Jedi ist schon da. Okay. So, ich muss jetzt hier irgendwie pushen oder was? Dann nehme ich noch ein paar mehr Gebäude hier mit. Sollte ja sehr machbar sein mit diesen völligen Drecks-OP-Geistern. Warten 6 Minuten. Einer ist fertig, das ärgert mich. Ich kann nichts mehr machen. Ich hol nochmal die Kackbombe hoch. Es ist so krass, wie schnell man vorankommt, ne? Mhm. Wahnsinn. Ich habe richtig Panik, wieder einfach überzulaufen. Ich denke mal so eine Woche noch. Ja, nicht mal eine Woche. Welche? Ah, ne, jetzt ist die LAN. Ja, dann doch eine Woche. Mhm. Dann sind die Mauern auch fertig. Und dann läufst du einfach dauerhaft über. Außer du hast einen Bauarbeiter frei und machst irgendwas Krankes hoch. Ja, wir werden beide, wenn wir die Mauern haben, dann wird es echt sehr chillig werden. Mhm. Sehr chillig. Außer ich mach den Assi-Move und geh auf 12. Und würd dir somit Unsicherheit bringen. Weil du da nicht weißt, sollst du jetzt auch auf 12? Oder du guckst und lachst mich aus, wie ich auf 12 einfach untergehe. Fast ein Nachteil, dass die Mauern so günstig geworden sind, ne? Früher haben die Mauern, die jetzt 800.000 kosten, 2,5 Millionen gekostet. Weißt du? Das wäre geiler. Ja, hättest dein ganzes Leben lang ja gefühlt dran sitzen können. Richtig. Ja, aber so nach 10 Jahren so, ich glaube, das ist dann doch schon gut. Ja, ja. Klar. Auch halt so für Frischlinge wie mich, die da halt noch nie gespielt haben. Die denken sich, oh geil, Alter, guck mal, da geht ja voll easy. Ja, dafür ist es echt perfekt. Ja. Oder für Leute, die schon gespielt haben, die wissen, wie schwer es ist. Und jetzt geht es auf einmal so schnell, ist auch cool. Das stimmt auch. Und der Loot war schlechter. Ja, viel schlechter. Damals habe ich angegriffen, noch ab 55.000 habe ich angegriffen. Und habe oft nicht alles mitnehmen können. Und das war alles viel teurer, das war echt ein ganz anderer Grind, wirklich. Krass. Da lachst du nur, ne, du Assi? Ja. Krank. Oh, warte. Gems abholen. Hä, warum habe ich so ein Verbindungszeichen? Ah, wir sind ungeschützt. Ich werde gekickt. Entschuldigung, dass ich euer Spiel spielen möchte. Geil. Ah.
Warte, wann ist der Bauarbeiter fertig? 14 Minuten, dann passt das. Dann gehen wir eben hier. Scheiße, Zwangspause. Aber früher haben wir halt Truppen Elixier gekostet, ne? Da habe ich auch schon mitbekommen. Das war halt auch immer krass. Ja. Da hat ein Angriff mit Drachen 400.000 Elixier gekostet. So, da musst du erstmal 400.000 plus Elixier rausholen. Und du konntest früher deine Mauer nicht upgraden mit Elixier. Boah, ob ich dann und, so und die Bock Mauern hätte, waren fünfmal teurer. Da muss ich ehrlich sagen, ob ich dann noch Bock hätte, wüsste ich nicht. Ja, du hast den Vergleich nicht. Dafür kostet jetzt ja, am Ende stimmt. Rathaus 15 eine Mauer 9 Millionen oder so, weißt du? Ja, okay. Und der Loot ist ganz ehrlich, ich glaube, der ist da oben schlechter. Ja, ja, safe. Das sowieso. Nee, auch mit größerem Rathaus wird der Loot dann wieder schlechter. Ah, stimmt. Weil du kannst immer nur ein Rathaus unter dir angreifen. Das stimmt. Aber ich hatte jetzt auch schon ganz viel. Warte, was war das? 12 ist das blau, ja, ne? Ja. Ja, ganz viel, damit da die Millionen hatten dabei. 1,4 oder? 1,7 war das höchste Elixier, was ich bisher hatte. 1,7 war das, doch. Das geht noch klar. Wärst du jetzt Rathaus 14, dann würdest du da nicht mehr die 1 Million kriegen, sondern nur noch die Hälfte tatsächlich. Krass, oder? Das ist echt krass. Okay, dann muss ich noch mal ein bisschen brainstormen hier. Es ist so krass, wie viele Leute wir hier angreifen und wir haben einfach bessere Mauern als die und wir spielen seit 10 Tagen, ne? Ja. Es haben, so viele Leute haben nicht weiße Mauern, die ich angreife hier. Vielleicht, ja, die haben dafür aber die Abwehr voll gepumpt mit irgendeinem Ja, Scheiß. Aber du weißt dann, du siehst anhand der Abwehr, wie lange die schon spielen. Ja, das du weißt stimmt. dann, okay, der spielt über ein Jahr und wir haben bessere Mauern als der. Jetzt den zweiten Account zu haben, auf dem man die Pause verbringen kann, wäre es. Ach, das sind 8 Minuten. Was juckt mich 8 Minuten verglichen mit der Ewigkeit, mein Freund? Stark. Ey, das ist der Loot so geil. Ich überlege echt, einen Arbeiter freizulassen. Wenn ich dann aufgehe, mir irgendwie eine Serie reinziehe und was esse, dass ich dabei noch die ganze Zeit Mauern farmen kann. Das wäre doch geil, hä? Mach das doch einfach. Da gibt's doch eigentlich nichts zu überlegen. Naja, dann muss ich jetzt einen Arbeiter aber freilassen. Gestern Nacht, also nicht von heute, sondern von gestern auf heute, hast du auch Dauer 4 freigelassen. Ich glaube, das macht jetzt nicht mehr so viel Unterschied, Max. In der Nacht nicht. Da, ja, nee, in, das Mittag, war, genau, da war, das ja, war da nachmittags. Du, ja, stimmt. Da war ich in Clash Royale drin. Da wollte ich aber auch, weil damit alle 4 frei sind. Weil das günstigste, das kürzer machen kann, ist 3 Stunden. Aber dann hätte ich dann nicht spielen können. Weißt du, habe ich die 3 Stunden gelassen. Und jetzt greift dich keiner an. Weißt du, vor ein paar Tagen waren sie noch gierig drauf. Und jetzt? Da unten wird dich keiner angreifen. Ich habe eigentlich gut gefüllte Taschen. Dann schon. Einer zu viel, egal. Raus hier. Der Loot war gut. 5000 Dunkles. Zusätzlich einen Eilzauber, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Oder? Nee. Und wieder rein. Er ist die Stimme Call, das ist Sebastian. Zauberbraun habe ich. Wie lange braucht man für den 6. Bauarbeiter? Letztes Mal haben wir 6 Monate gebraucht und dann waren wir schon gut.
kannst es vielleicht in 5 mittlerweile mit Clan Raid Medals und dem ganzen Stuff. Ich sage, 3,5 Monate ist machbar. Für den 6. Bauarbeiter braucht man Kampfmaschine 30, Kanonenkarre 18, Mega Tesla 9 und alle Upgrades in der Homebasis. Ungefähr so. Stimmt nicht ganz, aber ist grob richtig. Ganz grob. Das ist so ein steiniger Weg, ey. Weil einfach Nachbar so abfuckt. Immer dieses, oh, ich treff. Was? Nichts, dieses dreimal upgraden, dreimal angreifen und dann wieder raus. Da sind diese Sounds wieder. Geil. Pipe Falling war gerade. Hab mir in die Hose gekackt. Stark. Willst du der Nachtbasis auch maxen? Am Arsch. Da fuckt so an. Ich hole 6 Bauarbeiter und guck da nie wieder rüber. Ja. Aber es soll ja, Nachtbasis komplett überarbeitet werden. Komplett. Ich würde es fühlen, wenn es da die gleichen Rohstoffe gibt wie in der anderen, im anderen Dorf. Ja, und dauerhaft Geister. Und man kann hin und her schiffen oder so. Das würde ich geil finden. Dass du noch mit der Nachtbasis dein Main-Dorf mehr belohnen kannst, weißt du? Boah, yo. Gute Idee von mir, oder? Ey, eine richtig gute Idee. Danke. Weil die Dachbasis bockt nur, wenn man mit der Main-Basis einen Vorteil hat. Guck mal, wir grinden die Nachtbasis jetzt nur so heftig, damit wir in der Main-Basis noch einen 6. Arbeiter kriegen. Das stimmt. Komplett. Oder reicht schon mehr als 3 an. Irgendwie sowas, die Angriffe mehr, damit du auch so Zeit vertreibst, wäre halt noch geil. Dass die dich wirklich extrem ganz krank süchtig machen nach dem Spiel, dass du gar nicht mehr aufhören kannst. So will ich das haben. So wie es am Anfang war. So willst du es haben, also, ja? Richtig. Verstehe. Warum redest du so? Oha. Ach, wow. Warum? Alter, ihr kriegt auch. Ey. Bin ich hier für mich alleine? Ich mach nicht mal mehr ein Bild an. Schön. Okay, ich hab noch 6 Minuten. Dann ist der Sammler fertig. Mach ich noch einen Sammler an? Noch eine halbe Stunde? Ja, ne? Einen Sammler anmachen? Ach so, ja, meinst du das? Ja, die sind mega smart. Halbe Stunde und halbe Stunde kriege ich eigentlich immer mein komplettes Lager voll. Das ist echt cool getimt. Aber habe ich auch nicht mehr viele von. Die sind halt schon alle auf 5. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall anfangen, die Lager abzugraden, damit ich auch die 1,5-Stunden-Dinger zünden kann und 1,5 Stunden farmen kann. Aber warum sage ich dir das doch? Danke, Mann. Fuck off. Scheiße, nein. Hä, warum sag ich das? Hab ich gar nicht dran gedacht, voll smart. Warum? Und dass das man war auch sogar ohne Trainingstrank boosten kann. Wie geil, danke, Mann. Und dann ist mir sogar alleine eingefallen, dass ich das so mache. Ohne Hilfe. Ja. Ich muss weniger mit dir reden. Darf nichts mehr sagen. Ja. Vielleicht habe ich dich jetzt auch nur verwirrt. Nee, das war doch schon ein ganz guter Tipp gegeben, das ist klar. Ja, aber denk an deine Worte. Wer Sammler upgradet, der ist dumm. Sammler oder Lager? Sammler. Du hast eben von Lagern gesprochen. Eigentlich von Sammlern, aber okay. Nein, Lager. Nee, Sammler. So schlecht. Nee, Sammler. Wirklich, Sammler. Ich hab mich gerade fast heftig verklickt. Du hast bisher auch einmal erst verloren mit den Geistern, ne? Was verloren? Ja, so ein Trophäenkampf hier.
Ja. Nee, noch zweimal, oder? Au. Okay. Als wir auf 3-2 gepusht haben, ja, gierig, wenn Loot viel war und der Typ viel zu gut war. Ja, okay. Dann habe ich da immer richtig Angriff gemacht. Kann man hier reingehen? Gut, der hat auch eine Anti-3-Star-Base. Ich finde eine Anti- oder eine Farm-Base viel, viel geiler. Ich habe mein Layout immer noch so, damit ich immer schön sehe, Alter, jetzt ist wieder Mauerprogress Maximum. Ey, lass mal das gleiche Layout nehmen. Lass mal beide ein geiles Rathaus 11 Layout uns schicken lassen. Dass ja, man das geiler vergleichen kann. Ja, pack rein. Ja. Chat, hat ihr eine? Super. Ja, das kann man noch die Prozente hier holen, ne? Kannst mal hier anfangen. Oh, bringt das was? Weiß nicht. Pass auf, da kommt Larry. Holy shit. Oh, gelöscht. Chillig. Eine Progress Base im Clan Chat. Nee, keine Progress Base, eine Farm Base. Meinst du Progress Base, Sebo, oder eine Farm Base? Scheißegal, Mann. Nimm doch irgendwas. Eine Farm Base will ich haben. Eine Farm Base. Genau, die deine Lager beschützt. Ja. Wir wollen eine Farm Base. Richtig. So ein geiles Late-Night-Game habe ich so vermisst, ne? Farmbase. Vor einer Minute, ja. Teste du erstmal. Hab leider keine Zeit. Bisschen Zeitdruck. Leute, wir sind wieder im Ortschat, ihr könnt alle schreiben, aber nur wenn nur solange ihr euch benehmt. Alarm. Okay, Angriff. Und jetzt sind gleich meine Mauern bestimmt wieder durchgewürfelt. Ja. Hm. Das ist das einzige Doofe. Aber macht auch ein bisschen Spaß, sie zu sortieren in diesem einen Menü, ne? Ja. So löschen und neu einfügen. Dieses Menü. Oh, du machst das ohne Menü, du kleiner Pisser. Das ohne Menü. Ich bring dich um. Das ist mir zu kompliziert. Digga, was sind das für Level? Aber eigentlich mache ich da gar nichts mit. Ich lasse mir immer Layout schicken, die übernehme ich dann. Fertig. Ja, wenn du die Mauern sortierst? Muss ich nie sortieren. Lässt du einfach so, weil du eh immer Max Mauern hast? Ja. Yeah. Yeah. Mann! Ja, ich war beim Arzt heute. Doch, ja, erzähl mal, ich wollte gerade sagen. Ich war ja damals da und hatte einen viralen Befall, Virus. Und dann soll man ja keinen Sport machen und sich so auskurieren. Und ja. Ich habe sehr viel Sport gemacht und Fußball gespielt, weil es so geil war. Weißt du, klar, guck dir mein Tor an, ne? Klar. Ja, klar. Ja, nicht. So, und dann hat der Virus so die Schleimhäute gereizt, dass sich dort zusätzlich mittlerweile auch ein Bakterium ansiedeln konnte. Das nennt man eine Sekundärinfektion und auch eine Superinfektion. Das heißt, ich ein Virus und ein Bakterium gleichzeitig habe, gerade in meinen Bronchien. Uff. Aber der Virus wäre eigentlich schon weg. Und gegen Virus gibt es ja kein Mittel oder kein Antibiotika oder sowas. Ja. Aber der die Bakterien zusätzlich schwächen das die Region zu sehr, dass der Virus nicht verschwindet und das Bakterium auch nicht. Jetzt nehme ich Antibiotikum, dann verschwindet das Bakterium und der Virus ist dann auch relativ schnell weg und dann sollte es fett sein. Es hat aber die komplette Mannschaft von mir, wir haben alle seit 8 Wochen eine Bronchitis, jeder. Und bei keinem heilt es weg. Alle. Also wirklich 8, 9 Leute haben aus der Mannschaft seit 8 Wochen Husten.
Ja, aber der ist nicht mehr ansteckend. Nee, es ist nicht ansteckend. Okay. Ja, meine gut. Freundin hat zum Beispiel auch nicht bekommen, obwohl wir nicht einmal. Ich bin seit 8 Wochen, sie ist einmal krank geworden mit Husten oder irgendwas. Keiner wird krank. Ja, das ist nice. Also, nur wenn du dabei Fußball spielst. Okay. Und am Anfang hat es bei uns allen gestartet mit so Fieber und allem. Aber das ist halt echt schon mal allen sehr lange her. Da war man noch ansteckend. Okay. Romatra hat ja seit 3 Jahren Husten. Richtig. Aber das ist eher so ein Stresshusten. So sich selbst prophezeiender Husten. Okay. Da hatte ich irgendwas mitbekommen. Der wollte zum Arzt. Ihr habt den auch versucht zu scheuchen, aber er wollte nicht. Irgendwie sowas, ne? Mein Dunkles ist schon wieder voll. Das gibt's doch wohl nicht. Meins auch dauerhaft. Oh, wieder was fertig. 150 Gems. Ach ja, die Adler-Artillerien, stimmt. Da habe ich schon wieder 1000 Gems fast. Weißt du, das ist krank? Der ist echt krank. Ich habe erst 2000 ausgegeben, habe jetzt wieder 1000. Meine Rede. Das heißt, es werden wieder richtig saftige Bauarbeitertränke. Ich glaube, das war ein guter Angriff. Ups, nochmal verklickt. Oh ja, war er. 900.000 Gold. Ja, ist geil, dass die Mauer ein bisschen teurer geworden sind. Jetzt wird es alles ein bisschen langsamer, was das Upgraden angeht. Von wo hängt das Ghost-Level ab? Tatsächlich vom Rathaus. Nicht vom Labor, nur vom Rathaus. Kann ich jetzt nicht eigentlich die Mille-Elixier einsammeln aus dem Pass schon mal? Eigentlich schon. Ghosts sind auch auf Town Hall 9 fast schon Max-Stats, echt? Bleibst du auf Rathaus 11, wenn die Mauern max sind? Ich sag jetzt ja. Aber vielleicht drauf, nach ein paar Wochen. Mach. Ja, ich hab echt keinen Bock auf Rathaus 12 eigentlich. Wenn wir uns beide jetzt so imaginär die Hand geben, dann sagen wir bleiben beide auf 11. Würde ich cooler finden. Ja, okay. Weil dann werden die auch fertig und dann geht man Rathaus 13. Und was ist dann? Wäre es dann besser? Du hast dann zwar krasse Mauern, aber dein Bogenschutz ist Level 5, weißt du? Ja, ja. Ja gut, dann schlage ich jetzt ein. So. Ich auch. Sauber, let's go. Aber ohne hier, ohne Kreuz, Fingerkreuzen oder so? Ohne das. Okay. Das Harte wird eh nur das Dunkle, der und dann dauerhaft die Helden am Upgraden zu haben. Das ist das Schwere. Oh, hier ist ein Angebot. Buch der Zaun, 24 Euro. Für 11 Millionen Gold, wer macht sowas? Du, ne? Ja, ja, das mach ich. Das mach ich ganz toll. Das wird langsam zu einer Challenge. Wer zuerst alle Mauern Level 16 maxt? Ja, ja, genau. Lass auf Rathaus 15 hoch. Nur Mauern, nur Mauern. Ja, da ist ja jetzt so ein Mauerrun zwischen uns. Habe wegen euch auch wieder neu angefangen. Sauber. Nicht wieder aufhören. Ich lese gleich weiter, den nehmen wir hier kurz mit. 25 Minuten. Top. Soll ich hier...
Nee, scheiß auf den. Ja, 800.000, super. Angefangen macht wirklich Spaß. Habe damals nie wirklich aktiv gespielt, aber bin schon eine Woche. Man suchtet jeden Tag mindestens 5 Stunden im Game. Ja, es ist echt geil. Es ist so ein geiles Game für nebenbei. Naja. Ja, tu für dich nicht. Der Strobel soll mal kommen. Ist er noch live, Leute? Ist er noch live? Traurig. Zettelt sowas an und gibt auf. Naja, er gibt nicht auf. Er spielt noch weiter, aber er spielt... Ja, langsam. Langsam weiter, was ja auch wirklich gar nicht die Challenge ist. Nee. Der ist nicht live? Okay. Boah, Junge. Scheiße, ich hab deinen FIFA-Quit nicht verstanden. Also warum? Digga, ich habe jetzt wirklich schon mittlerweile 10 Videos gemacht. Und noch 7 Erklärvideos obendrauf. Also entweder hast du noch nie auf dein Leben auf YouTube oder du begreifst es nicht. Aber es haben auch so viele nicht begriffen, es hat mich so gebrochen. Er hat bestimmt nur Elis Reaktion gesehen. Ja, ja, das war geil. Die Geister muss man echt ausnutzen. Ohne die wird das Farm deutlich langsamer. Nee, nicht deutlich. Super Goblins sind genauso sick. Komme ich irgendwie ans Rathaus ran? Nee, ne? Ich glaube, mit den Super Goblins geht das echt einfacher. Hm. Und wer hat die? Du hast die schon? Ja. Das ist krank. Meine Kugel ist Level 1. Boah, weiter steiniger Weg bis dahin, ich sag's dir. Alarm, ich finde hier nichts mehr. Sag mal, der Loot geht auch gerade runter. Bis 1, dann geht er deutlich steil nach oben. Okay. Oh, ich dachte, ich hätte jetzt so auf Sneak Peek da unten bei dem Gold. Auf Sneak Peek? Ja, unten auf dem Gold. Gold. Bauarbeiter Gold? Clan Gold. Ja. Ja. Da, wenn du da drauf gehst, ist ja rechts so ein Button. Bauarbeitertrank. Ja. Ich dachte, er ist. Dass ich den bekomme, wenn ich da Clan Gold habe. Ja, scheiße. Scheiße, ich habe mich da echt drauf gefreut. Scheiße. Der ist echt kacke. Wo kannst du sehen, wenn der Loot gut ist? Ich gucke erstmal links oben hin. Wenn die Zahl schön hoch ist, schaue ich, ob der Loot in den Lagern ist, da kommst du schwer ran, oder in den Sammlern. Und die Sammler kannst du erkennen. Hier siehst du zum Beispiel, Elixierlager leer. Sammler halb voll. Reicht schon. Geh mal rein. Ja, war richtig. Top. So entscheidet man das. Du bist spitze. So, nur 50% mit, damit es chilliger ist.
Du warst bei Call of Duty vorhin noch stehen geblieben. Hast du gesagt, gute Frage, und dann wurdest du wieder gebrainfuckt. Ob ich spiele? Ja. Ich glaube, den Multiplayer nicht. Warzone 2 kommt ja dann im November. Ja, das stimmt. Da zocken wir alle zusammen. Aber ich sag mal so, so ein Prestige-Grind-Projekt, also nicht für jetzt ist es zu spät. Ja. Wäre doch bestimmt auch funny, oder nicht? Da musst du ja auch richtig reinsüchteln. Prestige-Grind. Ja, müsste ich mit Delay machen? Ja, okay. Ja, er hat sich erledigt, ja. Stimmt. Ja. Oder Multiplayer bis ein Prestige. Ich hab Angst, dass man dann zu süchtig wird. Boah, ich weiß man das schon, wie der Prestige-System diesmal ist, ohne diese 1000? Wenn das so wie damals wäre. Ah, muss ich nicht eh den Multiplayer suchten, damit ich in Warzone die Waffe schneller level? Wir werden das so oder so spielen, den Multiplayer. Ich spiele den Multiplayer. Nicht, weil ich Spaß haben möchte im Multiplayer, sondern weil ich im Multiplayer die Waffen leveln möchte, um sie dann in Warzone damit Spaß zu haben. Okay. Zombies gibt's auch? Nee, oder? Nein. Zombies ist doch ein Modern. Das gibt's nicht. Dank euch bin ich wieder süchtig. Danke, yes. Hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß an einem Spiel, Herz. Ich gehe nicht mehr zur Schule und bei der Arbeit wahrscheinlich auch nicht. Nein, den letzten Teil habe ich mir ausgedacht. Aber okay. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, richtig süchtig zu sein. Spaß cool? Sucht aber in so einem Griff halt. Ja, die musst du echt im Griff halten. Vielen Dank, ich bin so süchtig wie nie. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Was denn jetzt wieder Kacke, Mensch? Ja, 5 Minuten wieder warten. Ich muss immer warten. Weil bei mir die Millionen Dinger immer nach 3 Skips kommen. Da muss ich immer warten. Sowas skippe ich nicht. Beruhig dich mal, Mann. Ja, ich bin ruhig. Das sagt aber auch echt immer nur jemand, der nicht ruhig ist, ne? Ich bin sowas von ruhig. Oh, Wieland. Der spammt die Gruppe voll. Warum packt ihr das nicht alles in eine Nachricht, sondern 3? Mann. Boah, schlimm so. So, hallo, Enter. Wie? Enter. Geht's dir, Enter? Scheiße. Ja. Schick mir den Kontakt, der fliegt. Sorry. Hiya. Ist dir das eigentlich noch unangenehm, nach so oft Nö. Schon? Okay. Immun. Danke. Völlig so, immun. Jetzt habt das. Jetzt wisst ihr, nehmt das nicht mehr. Mann, spart diese Punkte. Oh, das war so ruhig gerade und dann in diesem Moment. Ach, das ist bei dir eine Punktebelohnung. Ja. Ach so, ich dachte, das ist einfach so ein Kick. Einfach so ein, Nein. So ein Tick. Ne, Punkte und ist auch relativ. Ist ja teuer? Ja, 25.000 Punkte. Eine Million Gold. Mitnehmen. Bereits mitgenommen.
Mein Schub nur noch 7 Minuten. Dann sind schon wieder 25 Gems weg. Meine Gems gehen weg. Das kann ja nicht wahr sein. Du wastest die jetzt wirklich die ganze Zeit. Für Trainingstränke, freilich. Oh, Max, das ist doof. Bro. Nee, ehrlich, Alter, jetzt lass dir mal vom Kackbuhn was sagen. Trainingstränke ist das Beste. Ja. Es sei denn, man greift den ganzen Tag eh an, wie du, und ist immer voll Loot. Ja, dann mach weiter. Der, ich sag ja nichts, aber der Vorsprung wird nicht weniger. Nein, ich habe so einen Überfallmedaillen gemacht, aber ist trotzdem Trainingstrank wieder weg. Ja, aber wie viele Medaillen hast du denn noch? 200? Ach du Scheiße, meinst du, das wäre nicht schlauer gewesen, um Forschungstrank oder so? Forschungstrank ist auch lame, ich hab doch meine Armee bald. Okay. Oder forschst du dann auch noch Truppen, die du gar nicht niemals spielst? Ich nicht, hab ja auch mal Main nie gemacht. Ja, kommt drauf an, wenn mich die Drachen abfacken und ich das Funnel nicht kann, dann muss ich irgendwas switchen. Ja, okay, aber du wirst zum Beispiel nicht irgendwie Valkyren spielen. Also wenn du Valkyren nicht spielst, dann wirst du die nicht leveln, oder? Nee, warum denn? Ja, machen einige, damit alles im Labor maxed ist, aber das fuckt mich unnormal ab. Das habe ich noch nicht mal auf dem Main-Account gemacht, wo ich alles Pay-to-Win habe und alles habe. Wo ich 23 Euro für jede Mauer zahle, habe ich noch nicht mal das Labor maxed, weil mich das finde ich dumm. Das ist echt dumm? Oh. 10% Akku gerettet. Für was braucht man jetzt eigentlich noch Diamanten, wenn man alle Bauarbeiter schon hat? Ach du Scheiße, bin ich lost. Das beenden wir. Und lang hier rein. Bauarbeitertränke finde ich am besten. Digga, ich wie komplett Clash of Clans, Mann. Hä? Wusstest du das noch nie? Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, ist doch geil, hä? Nein, komm, das ist schon wieder, das ist Schmarrn wieder, was du da erzählst. Was ist Schmarrn? Das du random bist Schmarrn. Einfach. Na, du bist Schmarrn. Einfach so kommt das jetzt raus. Ich spiele Clash of Clans. Ich bin übertrieben Clash of Clans. Und das ist jetzt auch irgendwie schon seit 2 Wochen. Das war nicht mal ein Stream. Oh, wir machen mal einen neuen Account. Ich habe mein komplettes Leben um den Account rumgebastelt. Ja, das stimmt auch schon wieder. Kannst du mal die Scheiße ausmachen? Was soll das sein? Das kam auch schon. Wenn ich da sitze. Mittags. Echt? Ja. Das ist geil. Weil ich, meine Freundin, die hat. Was hat die gespielt? Auf dem Smartphone auch lange. So Candy Crush und sowas. Ja, ja, ja. Ja, und da habe ich die voll getrashtalkt. Ich so, wie kann man seinen Akku so verbraten für so ein Dreckspiel? Ja. Ja, und jetzt kommt die und sagt, kannst die Scheiße ausmachen. Wie geil. Ja. Aber da habe ich gesagt, das ist extrem wichtig. Und sie soll bitte jetzt nicht. Ja, sie soll jetzt bitte nicht am Bildschirm rumfuchteln, was sie ja auch macht. Ja? Ja. Wie geil, Alter. Das würde ich gerne mal sehen, live in Action. Nee, du. Da fuchtelt die wirklich rum, Zoom und so. Und da kam die. Wann war das gestern aus Versehen? Auf den oben rechts den Gem-Knopf und hat sich das geöffnet. Ich so, holy shit, ich so, geh mal ganz schnell da raus wieder. Ja, aber jetzt weiß sie. Jetzt weiß sie, dass ich Grinder bin. Das ist gut. Da ist ein Loch in der Mitte neben dem Rathaus. Er ist bewusst so. Ich liebe Löcher in den Mauern.
Ja, was ist jetzt eigentlich mit dem Layout, hä? Ja, stimmt, wir haben das Layout verpennt. Ja, was soll der Scheiß denn? Hallo, Clan-Members, we need a farm. Farm-Layout. Kein Progress, kein Anti-3-Star. Farm-Layout. Genau das. Hä? Du warst zu lange ohne Schild und wirst daher bald für einige Minuten... Warum schon wieder? Bro, du bist ass in dem Game. Wie dumm, das war vor einer Stunde erst oder so. Du kannst das Spiel nicht, Keule. Ja doch, aber das ist verbuggt as fuck. Hey, das ist dämlich. Ach so, hattest du schon mal erlebt, dass du angegriffen wurdest mit 0 Pokalen? Ist er dann, also 3 Sterne, 0 Pokale? Ja. Okay. Das ist Rache. Okay, ja, da hatte ich heute Racheangriff sein. Dann dachte ich, hey, wie kannst du 3 Sterne machen und nichts mitnehmen, du Idiot? Idiot. Verlängerte Auszeit? Bruder, was machst du? Dein Auszeitlimit wurde nicht vollständig zurückgesetzt, da du dir bei der letzten Auszeit kein Schild geholt hast. Verlängerte Auszeit, Sebu. Wie lange geht die? A.K.A. frisst Scheiße. Du wirst meine noch fressen. Die gute alte verlängerte Auszeit, man kennt sie, Sebu. Die Auszeit geht jetzt 12 Minuten. Danach hast du wieder volle 4 Stunden Online-Zeit. Ja, super. Finde ich fair. Du. Ja, zum Glück sind alle Bauarbeiter beschäftigt. So. Also interessiert mich zum Glück nicht. Yeah. Alter, yo, was ist denn jetzt? Was denn? Husten. Husten. Ich hab Husten. 12 Minuten kein Clash. Ja, mein Herz wurde jetzt gerade zerclashed. Oh Mann. Das macht der Royal Ghost. Digga, ist das doof? Ja, zeige ich das Bild jetzt hier. Digga, die kriegen das nicht. Sind die bescheuert? Du schaffst das. Du schaffst das. Hol dir das Scheißding. Und holst dir Angriff, Angriff, Angriff. Schnell raus hier. 1,2 Millionen Elixir. Geil. Wann ist dein nächster Bauarbeiter frei? Immer. Ich mach Mauern gerade. Ach ja, stimmt. Dumm, ey. Jeder normal denkende Mensch wird jetzt sagen, okay, verlängerte Auszeit heißt für mich, ich gehe ins Bett. Ja. Und für dich ist zumindest als Herausforderung, ne? Ja. Wer kann länger warten? Du oder das Spiel, wer gewinnt? Richtig. Ich. Alter, das war krass. Kurz mute. Ja. So, Leute, wir sind wieder fertig für heute. Clanburg ging 1 hoch, Queen ging 1 hoch, liegt wieder. Barbarenkönig ging 1 hoch, Labor ging 1 hoch und geht wieder hoch. Alter. Es geht so voran. Ein paar Tage sind die Geister noch drin, dann müssen wir langsam mal auf Kobolde umswitchen oder wieder auf Barge. In der nächsten Folge gibt es die Clan-Spielbelohnung. Die sind richtig. Also guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Das wird noch völlig krank. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding für to play. Ich werde jetzt noch offstream, wenn ich mal was zu essen mache, ohne Boost noch ein bisschen weiter farmen. Deswegen bleibt ein Arbeiter jetzt noch so eine Stunde maximal frei. Kann ich davon noch ein paar Mauern machen. Und den Rest geht's dann in den Barbarenkönig mit Elixier. Wir sind gut vorangekommen. Wir haben jetzt schon die ersten Mauern auf 12. Hier ist ein komplettes. Und jetzt geht's hier gerade weiter. Geht echt unerwartet schnell. Wir sind jetzt pro Mauer 800.000. Der Loot ist unglaublich. Wir werden die Mauern auf jeden Fall maxen. Danach werde ich trotzdem Rathaus 11 bleiben. Eigentlich ist Mauern maxen, Rathaus weiter.
Aber es ist jetzt genug gerusht. Alle Verteidigungslevel 1. Dann kann ich halt nicht aktiv grinden. Dann nehmen wir ein bisschen Geschwindigkeit raus. Dann haben wir alle Mauern Level 12. Aber dann wollen wir auch ein bisschen Queen 50, Barbarenkönig 50, Warden 20 wollen wir machen. Alle Def hoch, Adler Artillery machen. Meine Angriffe fertig machen. Ich spiele Golem. Golem Hexe werde ich spielen mit Erdbeben und so weiter. Ja. Ja. Das ist es. Schreibt eure Meinung. Sehr, sehr gerne in die Kommentare. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sebo. Es macht so viel Spaß. Könnte jetzt ein bisschen dauern, bis die nächste Folge kommt, weil wir sind ja dann 8 Tage auf der LAN-Party. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt da Clash of Clans capturen kann. Ich werde auf jeden Fall weiter spielen. Denkt an den Code Trimax. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.